Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar zum Video 129. Wie immer, jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige euch, so wie auch heute, was ich in der letzten Woche alles gemacht habe. Das heißt, ich habe in der letzten Woche weitergebaut an meiner Modellbahnanlage und genau diese Fortschritte möchte ich euch heute zeigen. Mit anderen Worten, die Projekte, die ich mache, werden im Grunde genommen pro Folge nicht fertig, sondern immer nur das, was ich in einer Woche gemacht habe. Aber auch das ist recht ordentlich und es kann sich auch sehen lassen. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund eine Arkade, die ich beim letzten Mal gebaut habe, wo es um Arkaden ging, oder beim vorletzten Mal. Und zwar ist das die Arkade, die ich irgendwann in diesem Frühjahr 2022 gebaut habe. Die wollte ich euch nur mal zeigen, weil da war die Beleuchtung zu sehen, die ich im Hintergrund angebaut habe. Was ich da alles vorne, hatte ich im Grunde genommen alles selber gebaut. Das gesamte Backsteinwerk, das hatte ich selber gemacht. Die Bepflanzung, was draußen dran ist und so weiter und so fort. Und jetzt geht es natürlich weiter in Part 2 auf der rechten Seite der Anlage. Wir haben es ja in der letzten Woche schon gesehen, da hatte ich ja diese Arkaden hier, die wir im Vordergrund ja sehen, hatte ich da gebaut und jetzt soll alles noch hübsch zugemacht werden. Es wird heute, wie soll ich mal sagen, es wird hässlich. Ja, wirklich, ich muss das mal so sagen. Natürlich muss man, bevor man Landschaftsbau hat, ausgestaltet, Feinarbeiten macht, muss man natürlich einen Untergrund bauen. Die Modellbauer oder die Mobaner unter euch, die werden das alle selber wissen. Die vielleicht irgendwie mal reinschauen, weil die das vielleicht das Thema mal interessant finden oder wie auch immer, die werden natürlich sagen, was ist denn das für ein Quatsch. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel im Hintergrund, wie ich diese Arkadenmauern überdacht habe. Jetzt nicht überdacht, das ist nicht falsch zu verstehen. Da kommt kein Dach drauf, wie man das gerade jetzt vielleicht vermuten könnte, sondern es ist Landschaft, die da oben drauf modelliert werden soll. Und damit ich die Landschaft später drauf modellieren kann, muss ich natürlich erstmal aus dem Hartschaum, den ich hier verwende, muss ich natürlich erstmal einen Untergrund schaffen. Ich kann da nicht einfach irgendwas drüber spannen, wie man sich das vorstellt, dass man da, oder in meinem Fall natürlich, Gage drüber spannt oder was weiß ich, hinter einen Haufen mal Gips drauf schmeißt und dann irgendwas gestaltet und dann eine kleine Stecktarn reinpackt und sowas. Das geht bei mir in der Form nicht. Das muss ich mal so sagen, da ich das ja abnehmen können muss. Das wisst ihr. Also diejenigen, die mich schon eine Weile schauen oder auch die so mitbekommen haben, ich muss das abnehmen machbar können. Doch, war ja gar nicht so falsch. Mein Gott. Ja, und zwar, was ich jetzt vorne noch dran geklebt habe, das bleibt natürlich auch nicht so. Ja, das wird natürlich später gestaltet. Das heißt, der Hartschaum, den ich jetzt hier so dran klebe und mit den Zahnstochern festmache, der wird noch gestaltet werden. Das ist wirklich, wirklich nur die Basis, von der ich ausgehen kann, was ich bauen möchte. Und das wird dann alles mit Heißdrahtschneidern bearbeitet oder mit was weiß ich für Werkzeugen, die ich so verwenden werde, um das Ganze entsprechend natürlich dann zu gestalten. Das wirkt wirklich jetzt gerade ein bisschen wie ein Vordach. Aber das muss man sich mal vorstellen, wie klein natürlich die Züge sind und was das doch für eine relativ große Fläche da oben drüber ist, die ich da drauf packen kann. Ja. Und auch wie gesagt, wenn man das so baut, da denkst du mal, was wird denn das für ein Quatsch alles irgendwo. Und okay, das ist nun mal so. Ja. Ich baue meine Eisenbahn sowie meine Modellbahn sowieso ein kleines bisschen anders, als andere das vielleicht tun. Und ja, meine Art und Weise. Ich hoffe, euch gefällt natürlich die Folge trotzdem. Und jetzt mache ich mal wieder das, was ich immer mache. Ich male alles schwarz auf meiner Anlage. Das hat einfach wirklich den Grund, wenn ich das Dach mal abnehme, dann möchte ich nicht, dass mich da drinnen irgendwelche Farbtupfer da anspringen oder wie auch immer. Deswegen wird das alles schön gestaltet. Ich springe gerade mal wieder hin und her. Was mache ich hier gerade im Hintergrund? Und zwar erinnern sich ja viele von euch vielleicht noch an die Staubschutzwände, die ich gebaut habe. Das heißt, die Wände, die überall an den Übergängen von der oberen zur mittleren Ebene gebaut worden sind oder auch teilweise zur unteren Ebene von der mittleren aus gesehen. Und die habe ich überall dran gemacht. Die könnte man zumachen. Da kann man mit Magneten hält das alles. Außer bei den beiden letzten waren zwei Schräubchen aus der letzten Folge in der 128. Und hier musste ich feststellen, dass so wie ich es mir gedacht habe, das nicht funktioniert in meinem Fall, wie ich das gemacht habe. Und also ich habe das jetzt trennen müssen. Wir haben es gesehen. Ich habe da diese Leistchen reingeleimt nochmal. Ich habe da, ach, das ist ein bisschen abenteuerlich, aber es hält wunderbar. Der Holzleim, den ich verwende, der ist wirklich toll. Und ja, jetzt sehen wir, dass ich das praktisch getrennt habe. Und hier rechts kommt das praktisch hin. Hier sehen wir es schon. Das ist so der linke Teil, den ich abgetrennt habe. Der kommt dann praktisch über den
aus der Unterführung kommt das Ganze raus. Und das ist der rechte Teil und das möchte ich gern getrennt abnehmen können. Deswegen habe ich das Ganze gemacht, weil auf der linken Seite ja das Dach drüber ist. Und auf der rechten Seite möchte ich, wenn die Landschaft nachher davon drankommt, möchte ich das alles abnehmen können. Aber es passte nicht, denn wenn ich das zumache da hinten, dann konnte ich das jetzt nur mit Mühe und Not so nach vorne abziehen und das wäre alles falsch gewesen. Da hätte ich zu viel kaputt gemacht, wenn ich was mache. Also mitunter ist Praxis und Theorie oder das, was man sich mal so in der Vorstellung da irgendwie ausgemalt hat, ist es nicht immer gleich. Mitunter muss man immer irgendwas mal verändern, aber das ist normal. Das werden die meisten von euch kennen, die Modellbauer sowieso oder die Mobaner werden das kennen, dass man mitunter sich Sachen ausdenkt, die man dann einfach anders macht, als man es irgendwo mal geplant hatte. Und ist nun mal so. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist links dieser Hartschaumhaufen, den ich da jetzt hinmodelliere, der bleibt natürlich auch nicht so. Da soll später eine Art Felslandschaft hinkommen. Ihr seht es ja im Hintergrund schon, wie das aussehen kann. Das sind dort hinten echte Steine. Aber ich habe das Ganze als Basis genutzt, wo ich dann sehr viel Material später abtragen werde und wo dann auch wieder Natursteine aufgebracht werden. Aber erstmal brauche ich die Basis, was ich da jetzt gemacht habe, wo ich das Ganze aufbringen kann, wo ich das Ganze irgendwo befestigen kann oder wie auch immer, weil unten drunter befindet sich nämlich eine Plattform. Im Grunde genommen da, wo ich jetzt diesen Winkel hier auflege, da drunter ist die Basis, die ich abnehmen kann. Und da drauf kommt jetzt nämlich auch eine Styroporplatte, Hartschaumplatte, die ich bauen will, wo ich genau diesen Winkel dafür jetzt hier mir ausgemessen habe, dass ich so übertrage. Kann. Und das werden wir auch gleich sehen, wie das aussieht. Das habe ich jetzt bloß mal mit reingemacht, damit ich euch mal so zeige, was ich gemacht habe. Denn man muss sich mal vorstellen, dass viele Dinge oder eigentlich fast alles, wenn ich Styro, Dur oder in dem Fall Hartschaum klebe, ich mache das mit Weißleim. Und Weißleim ist ein unglaublich tolles Zeug. Es klebt diese Hartschaumplatten wunderbar zusammen, hat aber den Nachteil, dass alles eine ganze Weile dauert, ehe das immer trocknet. Also ich sag mal 7-8 Stunden locker pro Klebevorgang und ich habe schon alleine für das Dach habe ich immer so einzelne Abschnitte geklebt. Ich habe euch das jetzt auch gar nicht so gezeigt vorhin, wie ich das gemacht habe. Ganz am Anfang des Videos war es mal ein bisschen zu sehen. Und das musste jedes Mal tierisch lange trocknen. Das war ein Prozedere, kann ich euch sagen, bis ich da fertig war. Das sieht sich im Fertigen immer so einfach aus. Denkst du, ja klar, der hat da ein bisschen was zusammengeleimt. Natürlich habe ich da wohl ein bisschen was zusammengeleimt. Aber das bisschen Zusammenleimen, das dauert halt seine Zeit. Und wenn ich die Wochenupdates bringe, dann kann passieren, dass natürlich viele, viele Sachen ich überspringen muss, weil es einfach zu viel wird irgendwo. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt, wie ich diese Platte an die Holzplatte klebe, die unten drunter kommt. Da hinten mit den Magneten kommt die dran. Und auch das hat wieder Stunden, weil da hängt richtig was dran. Da kommt die ganze Landschaft für den Unterbau nachher drauf. Das muss richtig fest sein. Das ist es auch geworden. Aber ich habe hier in dem Fall wirklich fast 24 Stunden gewartet, bis ich diese Platte belasten kann. Und hier sehen wir das jetzt. Hinten praktisch habe ich schon alles schwarz gemalt, da wo auch die Übergänge sind. Hier kommt jetzt dieses sogenannte Dach drauf, was auch Landschaft ist im Grunde genommen. Da kommt ein Wald oder irgendwas. Muss ich mal sehen, was ich drauf bauen werde später. Oben drauf, ja, und das sieht natürlich alles ein bisschen abenteuerlich aus, wenn wir uns das jetzt so angucken und sagen, ach Mensch, hier die ganzen Hartschaum-Dinger da mit diesen Salmiak-Muster und so weiter. Ja klar, wie gesagt, das bleibt nicht so. Aber wir sehen jetzt doch, dass das Ganze irgendwo eine gewisse Form annimmt hier bei mir auf der Anlage und doch recht nett wirkt. Und jetzt gucken wir mal unter die rote Brücke in den Tunnel hinten rein, in diese Arkaden, die da rechts sind. Hier links war die Landschaft noch ein bisschen offen. Hier mache ich das Licht mal an. Das ist jetzt die normale Beleuchtung. Die wird aber später gedimmt. Die bleibt nicht so in der, obwohl so hell ist die gar nicht. Das täuscht man so ein bisschen bei den Kameraaufnahmen. Aber so muss man sich das vorstellen. Der Zug, der soll später mal relativ schwach zu sehen, sein, wenn man da unten reinguckt irgendwo. Und das soll wirklich nur eine Beleuchtung sein, dass man da nicht komplett einen dunklen Bereich irgendwo hat, indem man da irgendwas
was nicht sieht sozusagen und nur mit Tageslicht da arbeitet, das wird nicht funktionieren in dem Sinne. Hier sehen wir ja die Lok so ein bisschen rausgucken, das heißt, die vorne so fährt, das könnte man noch sehen, aber alles, was dahinter ist, das ist halt schwer zu sehen. Und wie gesagt, das wird so um die Hälfte noch gedimmt, wir haben das ganze Licht. Aber es macht sich gut, es sieht nett aus und das passt schon alles irgendwo. Die Platte, die jetzt hier drüben grün dran kommt, das ist praktisch die rechte Staubschutzmauer, die ich ja vorhin zerschnitten habe. Und diese rechte Staubschutzmauer, die soll alles nach vorne so abziehbar sein, also nach rechts in dem Fall jetzt abziehbar sein. Das heißt, ich kippe das leicht an, wenn ich später abmachen möchte und kann das nach rechts wegziehen. Hier sehen wir mal das Größenverhältnis von den ganzen, wie gesagt, die rote Lok da unten drunter, hier vorne mal den Zug, den ich hingestellt habe, oben die Dampflok, die ich hingebaut habe und dass man sich das mal so vorstellen kann, wie das Ganze wirkt. Und damit das vorne am Schrank vernünftig abschließt, habe ich jetzt hier sozusagen dann das Maß übernommen, von der Abdeckung der Anlage vorne nach oben übertragen. Damit es eben, wie gesagt, wenn ich die Tür zumache, die jetzt hier rechts so offen steht, damit das alles ein Bild irgendwo gibt und eine Landschaft alles irgendwo ergibt. Und das Ganze mache ich jetzt mit dem Heißdrahtschneider weg. Das sehen wir hier so schön. Der hat genau die passende Größe dafür irgendwo, ja. Und wenn das noch so ein bisschen schief jetzt hier aussehen sollte oder wirkt, dann ist es so, dass werde ich nach alles noch, da kommt eine Abschlusskante aus Holz vorne dran und. Hier kommt jetzt noch das Portal, der Portaleingang hin. Da weiß ich noch nicht ganz, wie es gestalten werde. Das sollte eigentlich mit einer Art Hügel vorne abschließen. Werde ich wahrscheinlich auch so machen. Aber ich muss ja erstmal durch die Hartschaumplatte durchfahren können. Und das muss ich natürlich dann entsprechend hier auch ja, so schaffen, dass der Zug da durchpasst. Und auch nicht zu klein vor allem machen. Da neige ich ja immer irgendwo dazu. Aber das ist groß genug, was ich hier mache. Das ist fast doppelt so groß wie oder so hoch, wie der Zug hoch ist. Und da kommt dann von der Landschaft noch dran. Wie gesagt, das wird ja nicht so gerade runtergehen. Da kommt dann die Landschaft, wird so schräg rein modelliert werden. Das wird wie so eine Hügellandschaft werden. Und da kommen noch ein paar Platten nah dran geklebt irgendwo, aber ich muss ja erstmal die Basis schaffen. Mehr habe ich auch einfach in der Woche nicht geschafft, dass ich jetzt noch mehr Landschaft anmodellieren kann, weil das wieder die ganzen trockenen Zeiten irgendwo. Und mit Heißleim, bin ich ehrlich, ist nicht so mein Ding. Heißleim würde ich jetzt nicht gerne auf den Hartschaumplatten einsetzen wollen, obwohl das wunderbar klebt, ich weiß das. Aber ich finde das mit dem Weißleim und nicht Heißleim, finde ich einfach besser. Ja, wie gesagt, mit den Heißdrahtschneider funktioniert wunderbar. Auch die Kanten habe ich nachher noch mit dem Messer schön gerade geschnitten alle. Das war ja wirklich nur, dass sie erstmal durchkommen. Hier sieht man es, dass es oben gerade ist und natürlich auch ungefähr so die doppelte Höhe von dem Ganzen hat. Hier vorne sehen wir nochmal so ganz groben Blick in die Anlage der Arkaden hier so rein. Da ganz da hinten, wenn wir reingucken wollen würden, ein bisschen Hintergrund, da wäre dann die Doppelkreuzungsweiche, wo praktisch unterirdisch sich die ganzen Teile treffen. Die sind ja auch alle mit Riedkontakten geschaltet. Das heißt, wenn hier Züge reinfahren, schalten sich die Weichen automatisch. Und ja, und jetzt hier nochmal der Blick so unter die Brücke. Ich denke mal, das lässt sich sehen. Ursprünglich sollte es ja frei sein. Und das kann man durchaus so durchgehen lassen, ja. Hier nochmal die Arkaden, von denen ich eingangs sprach. Das ist praktisch das, was ich mit dem Hintergrundbeleuchtung gemacht habe. Das sind die sogenannten Nachtbeleuchtungen, die ich bei mir auf der Anlage gemacht habe, wo man dann eben, wenn ich es nachts